Willi Resetarits ist tot. Der Sänger und Menschenrechtsaktivist ist 73 Jahre alt geworden. Gestern Abend hat er im Rathaus noch den Flüchtlingsball eröffnet zugunsten des von ihm mitgegründeten Integrationshauses. Heute ist Willi Resetarits verunglückt, wie die Familie mitteilt. Bekannt geworden ist er als Ostbahnkurti mit Liedern wie Feier, 57er Chevy oder Ich hör die Klopfen, gemeinsam mit seiner Chefpartie. Ein Nachruf. 29. Juni 1991, am Ostbahn-Elfplatz in Simmering wird ein Stück österreichischer Musikgeschichte geschrieben. Der Ostbahn-Kurti ist mit seiner Chefpartie am Höhepunkt seiner Karriere und begeistert knapp 20.000 Fans. Geboren wurde Willi Resetarits 1948 in Stinaz als Sohn burgenländischer Kroaten. Die Familie Resetarits zog Anfang der 50er Jahre nach Wien. Langsam entflieht Willi der Welt der Erwachsenen, nimmt Protesthaltung ein. 1969 gründet er die Gruppe Schmetterlinge. Er wird zum Sozialrevoluzer, ist an vorderster Front bei der Besetzung der ehemaligen Schlachthöfe dabei und fordert: Kein Abbruch des Schlachthofs. Trost und Rat. Als Dr. Kurt Ostbahn spendet er 1995 Trost und Rat. Der Trost ist für alle. Trost ist Willi Resetarits aber zu wenig. Er wird Mitbegründer des Integrationshauses. Wie erlebst du denn momentan die aktuelle Situation? Vor allem hier bei uns in Wien, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird, wie sie aufgenommen werden? Ja, es gibt naturgemäß die Störgeräusche. Irgendjemand hat ein SUV gesehen mit einem ukrainischen Kennzeichen, der berichtet das. Dann haben noch viel mehr SUVs gesehen, dann sind fast nur mehr ukrainische SUVs in ganz Wien. Mit diesen Störgeräuschen muss man rechnen. Aber es überwiegt die Hilfsbereitschaft. Und mein Appell, mein großer Wunsch ist, das ist nicht vorbei, es ist noch länger nicht vorbei. Bitte dranbleiben. Schon 1993 erhebt er seine Stimme beim legendären Lichtermeer. Wir alle miteinander haben heute Österreich ein Stück verändert. Zu seinem Motto, egal in welcher Rolle, wird: Lasst euch nichts gefallen. Der plötzliche Tod von Willi Resetarits hat heute für große Anteilnahme in Wien gesorgt, von Politik, Künstlerkollegen und Wegbegleitern. Er stand für Solidarität mit jenen, denen es nicht gut geht. Gestern Abend noch hat Willi Resetarits den Flüchtlingsball im Rathaus eröffnet. Sein langjähriger Wegbegleiter Niki Heindelt war dabei. Er kennt ihn seit 25 Jahren vom Integrationshaus, dessen Ehrenobmann Resetarits war. Es war einfach seine Menschlichkeit, seine Authentizität, dass er sich für Menschen eingesetzt hat, die benachteiligt sind, vor allem auch für Geflüchtete. Deswegen hat er auch damals das Integrationshaus gegründet. Also er war für mich ein Herzensmensch in der Zusammenarbeit, weil er einfach sein Leben so gelebt hat, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Zahlreiche Kulturschaffende, Wegbegleiter und Politiker haben heute ihre Anteilnahme ausgedrückt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schreibt als erste Reaktion: Mit Willi Resetarits haben wir einen begeisternden Musiker und einen faszinierenden Menschen verloren. Als Mitbegründer von SOS Mitmensch, Asyl in Not und des Integrationshauses setzte er sich für die Ärmsten in der Gesellschaft ein. Auch im Rathaus Betroffenheit. Von Bürgermeister Michael Ludwig heißt es: Ich bin heute über den Tod von Willi Resetarits zutiefst erschüttert. Das ist ein großer Verlust für unsere Stadt, für die Kulturszene, für alle Wienerinnen und Wiener. Gestern Abend Willi Resetarits letzter Auftritt, wie man ihn kannte. So